Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr euch freut an den Sit-Down-Videos und dass wir damit jetzt gemeinsam Spaß haben werden. Die werden jetzt jede Woche ab sofort, ich habe auch schon die nächsten Wochen vorgedreht, das heißt ganz entspannt, wir sind alles on time, alles ist vorgeplant und ich bin so happy einfach, weil es ist ready und könnt euch darauf verlassen. Anders als wie bei den Vlogs bin ich jetzt nicht mehr so gestresst, wisst ihr, und denke mir so, oh nein, habe ich was Spannendes auf dem Spielplatz zu erzählen? Ich habe übrigens meine Invisaligns drin, deswegen, ich fühle mich so, als würde ich sehr komisch sprechen. Ich glaube, man hört es auch ganz leicht, wenn man mich kennt. Und deswegen, wenn ihr das hören solltet, es fühlt sich sehr seltsam an, einfach weil ich mit der Zunge die ganze Zeit dagegen stoße. Dieser Puschel hier ist mein Mikrofon, weil ich einfach mal gucken wollte, ob der Ton so besser ist als mit meinem anderen Mikrofon. Aber nur damit ihr wisst, was das für ein Teil ist. Ich habe euch auf Instagram gefragt, also wer mir da noch nicht folgt, macht das sehr, sehr gerne. Das ist ganz normal, Tara Tutt ist mein Name da. Und ich freue mich sehr, sehr über euer Kommen oder euer Dasein dort. Einfach weil ich dort vielmehr mal jetzt meinen Alltag zeige und das, was ich eigentlich so in den Vlogs gemacht habe, eher so auf Instagram dann rüberbringe. Ich werde mir, glaube ich, einen Offline-Tag nehmen, an dem Tag, wo das YouTube-Video online kommt, damit ich mich auch hier auf eure Kommentare und Co. konzentrieren kann. Aber das ist alles noch in der Planung. Auf jeden Fall nehme ich da eher mit und ihr freut euch da drüben auch total, dass ich da so mehr Alltag zeige, was auch voll cool ist. Also ich glaube, wir haben eine ganz coole Mitte gefunden. Am Ende des Videos könnt ihr auch Fragen stellen für ein Style & Talk, welches ich demnächst drehe. Dann werde ich hier auf YouTube und Instagram immer switchen zu den... Also ich weiß nicht, ob halt alle Instagram haben und dann dort die Fragen auch stellen können und Co. Ich muss so lachen. Tonja schreibt, wie schminkt man sich heute mehr, wenn es etwas mehr sein darf? Meine Looks sind von 2016. Das ist irgendwie witzig, weil ich auch voll lange das Gefühl hatte, dass ich irgendwie nicht so richtig mit dem Trend mitgehe, weil wenn ich was liebe, dann bleibe ich voll dabei und mache immer dasselbe und dasselbe und dasselbe, bis ich dann irgendwann aufgehört habe, zu hellen Concealer zu benutzen und zu... Ich weiß nicht, ob es gerade zu hell ist, ob ich einfach mal dieses Licht hier ausknipsen soll. Ich glaube, das ist besser, oder? Ich glaube, so ist cooler, wenn der Hintergrund ein bisschen heller ist und ich nicht so hell. Auf jeden Fall, ich habe auch voll oft das Gefühl, dass ich vor lange an Dinge festhalte, weil ich sie einfach sehr, sehr liebe. A, es ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich glaube, das ist eher was Gutes, weil wir einfach dann wirklich etwas sehr, sehr gerne mögen. Und in meinem Fall natürlich auch, dass ich das halt weiter mache, empfehle und so weiter. Und B, ja, erstmal ankommen so bei den Trends. Ich bin ja nicht so der Trendfreund. Ich möchte immer, dass es erstmal sich etabliert hat und dann steige ich ein und gucke, ob es was für mich ist. Wenn es heute etwas mehr sein darf, beziehungsweise wenn du etwas verändern kannst in deiner Routine, dann sind es auf jeden Fall Cream-Produkte. Die lassen sich vor allem Cream-to-Powder, lassen sich sehr, sehr leicht verblenden. Man kann sehr, sehr viel damit machen. Man kann immer wieder zwischendurch ein Setting-Spray auftragen, zum Beispiel das MAC Fix Plus. Da ist ja viel Glycerin mit drin. Das heißt, bindet sehr schön die Feuchtigkeit. Und dann kann man da zum Beispiel dann direkt danach die Cream Blushes auftragen, wenn man schon abgepudert haben sollte. Oder man pudert einfach danach, aber man pudert gar nicht mehr ab, glaube ich, heutzutage. Ich glaube, unter den Augen pudert man noch so ein bisschen ab und so ganz Face nicht mehr so richtig. Ich habe jetzt heute auch zum Beispiel nur in der Mitte von der Stirn abgepudert, hier an den Seiten der Nase. Auf jeden Fall kann ich, wenn du möchtest, in dem Style & Talk dann einfach so ein bisschen darüber auch reden, was man denn heute so macht. Es ist viel Glow, aber nicht so richtig Highlight. Deswegen kann man auch zum Beispiel den Highlighter unter den Blush setzen, damit das nicht zu penetrant ist. Also wirkt, wenn ihr wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Kann ich das in dem Style & Talk verbinden, wie man das denn heute so macht? Eher ein Sharp Lip Liner ist auch so voll das Ding. Also, dass man eher die Konturen sieht. Hochgekämmte Augenbrauen, muss man gucken, ob das zu einem passt oder nicht. Manchmal braucht es auch so ein bisschen daran, dass man sich daran gewöhnt. Ja, das denke ich. Ja, aber ich finde es voll lustig, weil ich auch immer tatsächlich echt hängen bleibe. Dann Zeitmanagement mit Kind, Haushalt, Arbeit. Ich wünschte, ich hätte 72 Stunden am Tag, schreibt Viola. Und ich habe auch irgendwann letztens zu irgendwem gesagt, ja, der Tag hat halt nur 24 Stunden, weil das Ding ist halt, ich kann absolute Organisation empfehlen, aber das Ding ist zum Beispiel, egal wie viel man organisiert mit Kindern, ist das einfach tatsächlich nicht, der Plan geht meistens nicht auf. Ich habe zum Beispiel heute Morgen mich den Vormittag um Nile gekümmert, habe dann direkt, während John mit ihm gespielt hat und auch Maya mit ihm gespielt hat, habe ich direkt das Mittagessen vorbereitet, bin hier hochgekommen, habe direkt angefangen, mich zu schminken, damit ich halt dieses Video drehen kann und hochladen kann und schneiden kann. Und in der Regel schläft er so 2 Stunden und dann kann ich das drehen, schneiden und ja, so 2,5 Stunden. Dann kann sich John vielleicht noch kurz um ihn kümmern und dann könnte ich wieder den ganzen restlichen Tag machen. Das Ding ist aber, er hat jetzt halt heute nicht mal eine halbe Stunde geschlafen.
Das heißt, mein Plan ging nicht auf. Der ging einfach nicht auf. Und das Ding ist, dass wir lernen müssen, das Tage einfach sehr flexibel auch zu gestalten. Sonst wir erstens uns am Vorabend was vornehmen. Das Problem an diesem Vornehmen ist halt einfach, dass man meistens dann enttäuscht ist, wenn man es nicht umsetzen kann. Aber manchmal geht es auch gut. Ich meine, es ist ja nicht immer so, dass es so schief läuft und er dann plötzlich nur eine halbe Stunde schläft. Ich mache das dann so, dass ich mir dann denke, okay, du darfst dich kurz aufregen, wir sind alle nur Menschen. Und danach leben wir unser Leben weiter. Gott sei Dank habe ich zumindest gekocht. Am Abend geht er halt früher ins Bett, dann mache ich halt am Abend noch was. Ich verstehe, dass man am Abend eher auf die Couch möchte oder dass man einfach fertig ist von dem Tag. Gerade am Nachmittag wird es echt anstrengend mit Kids und wenn man hin und her gefahren ist und so weiter und so fort. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Und wenn ich dann hier oben alles fertig gemacht habe, damit ich dann weiter drehen kann oder schneiden kann oder so, dann fühle ich mich auch wieder wohl. Ich finde immer, dass man sich nicht aufregt oder dass man sich nicht beschwert oder dass man immer nur dankbar sein muss, finde ich relativ schwierig umzusetzen. Deswegen lebe ich gar nicht nach dem Motto. Natürlich bin ich dankbar für mein Kind und dankbar für all das, was ich habe und dankbar, dass wir hier wirklich die größten Möglichkeiten haben. Aber ich finde auch, wir sind Menschen und wir dürfen auch mal sagen, ey, es ist einfach alles gerade richtig kacke. Es ist nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Und deswegen ist halt einfach heute nicht mein Tag. It is what it is, was willst du jetzt machen? Also eine Struktur reinbringen ist definitiv sinnvoll, einfach damit man, wenn man dann die Zeit hat, ich stand nämlich auch ganz oft da und Niall hat voll angeschlafen und ich war so, ja, hättest du mal ordentlich vorgeplant, was du jetzt machst, wärst du jetzt voll produktiv gewesen. Ja, aber dieses Thema ist so endlos, ne? Es geht auch nicht darum, dass man dann immer nur produktiv ist, sondern dass man auch mal Zeit für sich nimmt und so weiter und so fort. Aber Haushalt, Arbeit und Kind ist und bleibt eine riesengroße Herausforderung und eine riesengroße Meisterleistung und man kann jeden Abend stolz auf sich sein, was man da wieder den ganzen Tag geschafft hat. Ja, irgendwann wird's leichter, hat man mir so gesagt. Hast du auch gestillt? Ja, ich habe auch gestillt. Ich habe 5 Monate gestillt. Ich hätte sehr, sehr gerne noch länger gestillt. Ich glaube, mein Fehler in dem Sinne war, dass ich zu früh die Flasche gegeben habe ich war zu ängstlich. Der Niall kam sehr, sehr klein auf die Welt, 2870 Gramm. Danach fällt ja das Geburtsgewicht auch nochmal runter. Wir wurden immer wieder, ne, es muss hochgehen, es muss hochgehen, es muss hochgehen, was natürlich auch normal ist. Niall hat am Anfang, also die ersten Monate, wirklich sehr, sehr viel geweint und wir waren einfach so, okay, er hat Hunger, wir geben ihm jetzt die Flasche. Aber nicht nachts und nur bei Notfällen, also bei so, wenn er wirklich nicht mehr ausgehalten hat oder so, ne. Und ab dem 5. Monat hat sie sich selbst abgestillt. Also ich hatte weder Milchstau, hatte ich ein einziges Mal, weder Milchstau noch irgendwas. Und meiner Schwester zum Beispiel wurde ganz, ganz schlecht, als sie abgestillt hat. Also generell ging es ihr ganz schlecht, mental und körperlich. Und bei mir war das gar nicht so, vielleicht weil ich mich die ganze Zeit immer wieder, also ab dem 3. Monat bin ich auch immer nur gegangen beim Stillen. Also ich konnte mich nicht so hinlegen und dann so schön stillen. Und ich habe die Zeit nämlich sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Also auch die ganzen Stunden, die Clusterphasen und so weiter, empfand ich nicht so als stressig wie viele meiner Freunde zum Beispiel, weil ich das einfach sehr genossen habe, weil ich immer mein ganzes Leben lang sehr viel rumgerannt bin und sehr viel gemacht habe. Vielleicht war das dann für mich so mal dieses Runterkommen und dieses im Stillen stillen und mit meinem Kind sein oder auch mal ein Buch dabei lesen oder auch mal am Handy dabei hängen und so weiter. Das war für mich schon sehr, sehr wertvoll und ab dem 3. Monat musste ich immer gehen, damit der auch weiter trank. Und wenn er dann die Brust verweigerte und so, ne, ich bin dann nachts immer hin und her gelaufen, war sehr, sehr anstrengend. Und irgendwann eines Mittags, ich vergesse das nie, saß ich mit dem da auf dem Petsiband und versuchte, dass der dann im Stillen einschläft. Und das machte der nicht, weil er dabei lachte einfach. Der biss mir in die Brust und dann lachte der dabei und wollte überhaupt gar keine Milch da trinken. Ich glaube, es ist ein Fluch und ein Segen. Also ich glaube, Stillen ist ein ganz, 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 ganz großer Segen. Ich glaube halt, dieses Abstillen hatte ich halt nicht. Ne? Ich hatte nicht diesen Pain mit dem Abstillen und dann hatte ich das natürlich mit der Flasche abgewöhnt dann dafür. Aber ich glaube, Stillen ist nochmal eine andere Geschichte. Krass, wie ich ausgeholt habe. Du hast mir eine kurze Frage gestellt. Ich habe 5 Minuten geredet. Es kommen auch ganz, ganz viele Fragen zum Abnehmen, Low-Carb-Ernährung. Wie geht es dir im Moment? Wie hast du abgenommen? Bitte ein Video übers Abnehmen. Wie hast du abgenommen? Ganz, ganz viele Fragen danach und wir können vielleicht ein einzelnes Video darüber machen, aber ich möchte euch kurz eine Zusammenfassung dazu geben. Es ist, wenn man das wirklich möchte, meine Ohren jucken, weil ich schon wieder so allergisch bin, meine Nase auch, also sorry. Aber wenn man, er hört mich,
Mama. Und einfach dann auch im Flur so mit dem chillen, damit ich das höre. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man... Low Carb ist nicht nur zum Abnehmen sehr, sehr gut, sondern dass man auch versteht, wie wichtig das für den Körper ist, dass man nicht so viel Weizen, am besten natürlich kaum Weizen oder gar kein Weizen. Ah, ich weiß, ich bringe mich da in eine Situation, in der ich sehr viel Hate bekommen könnte. Aber weißes Weizen, also wir reden jetzt nicht von sauren Teigen, wie zum Beispiel Roggen oder so, ne, ist nicht gut für den Körper und wandelt sich im Körper auch zu Zucker um. Ich habe gelernt von Aileen, das ist meine Ernährungsberaterin, wenn immer, wenn ich irgendwas habe, also ich habe jetzt kein aktives Coaching mehr mit ihr, aber immer, wenn ich was habe oder so, ist sie an meiner Seite, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, erklärt sie mir, wie, was Weizen eigentlich mit dem Körper macht und das ist eigentlich auch überhaupt nicht für den Menschen gemacht ist, es ist eigentlich für Vieh gemacht und nicht für uns. Nudeln zum Beispiel habe ich so geliebt. Ich hätte mir nicht im Traum ausmalen können, dass ich sagen kann, ich kann auf Nudeln verzichten. Ich brauche keine Nudeln in meinem Leben. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Nudelalternativen gesucht und irgendwelche Linsennudeln, bla. Und ich verspreche euch, irgendwann braucht ihr es nicht mehr. Ich suche überhaupt nicht mehr nach Nudeln. Es ist ein super einfaches Ding, ne? Man schmeißt es in Wasser, man kippt irgendein Pesto oder sowas drauf und dann hat man eigentlich schon fertiges Essen. Und manchmal, wenn ich durch die Rezepte gehe, dann denke ich mir so, ah ja gut, machst du Nudeln, dann denkst du so, ist halt auch so schwierig, wenn man das dann für die anderen macht, Carbs, und für sich selbst nicht, wenn man keine guten Alternativen einfach hat. Manchmal löffel ich auch einfach nur die Soße. Und manchmal esse ich es trotzdem. Aber ich bin mir ganz, ganz bewusst darüber, dass Carbs, also weiße Brote, ne? Ich esse zum Beispiel nur Roggenbrote, nur Sauerteigbrote und auch nur volle, also 100% Roggen. Also ich esse kein Mischbrot. Keine Ahnung, anteilig Weizen. Das gibt es auf jeden Fall beim Bäcker bei uns. Gibt es, sage ich einfach, was hat den höchsten Anteil an Roggen? Damit könntet ihr vielleicht einsteigen, weil Sauerteig schmeckt auch so ein bisschen säuerlich. Aber ich finde ehrlich gesagt nicht, dass man das schmeckt. Dann Low Sugar natürlich auch, ne? Also erstmal natürlich kein Brot, keine Nudeln, kein Reis. Also kein weißer Reis einfach. Man könnte wilden Reis ab und zu essen oder ab und zu mal... Ab und zu esse ich ihn... Aber ich bin mir, wie gesagt, sich dessen bewusst sein, dass es nicht gut ist und dass es sich in Zucker umwandelt im Körper, das muss in euer Gehirn reingehen. Dann werdet ihr auch weniger davon essen. Als ich nämlich wirklich das Ziel hatte, 20 Kilo abzunehmen, habe ich keinen einzigen Tag weißes Brot, Mehl. Ich habe sogar Kartoffeln, also wirklich sehr, sehr selten genommen. Und Nudeln schon mal gar nicht gegessen. Und ich habe absolut keinen Zucker gegessen. Also das beinhaltete für mich halt auch Brot und Co., weil da ist ja auch immer Zucker drin. Oder es wandelt sich eben in Zucker um. Ich habe auch sehr wenig Obst gegessen, nur Beeren. Also ich habe mir jetzt keine Pfirsiche oder Trauben gegeben. Einfach weil das einen sehr hohen Zuckeranteil hat. Das habe ich gelernt, weil ich ja Diabetes in der Schwangerschaft hatte. Habe ich mich sehr viel mit der Ernährung umgesetzt und was auseinandergesetzt, was auch... Bei Vollkornprodukten muss man halt zum Beispiel auch verstehen, die werden auch zu Zucker, nur halt erst später. Also sie halten dich länger satt und werden dann in Glucose umgewandelt. Habe ich das richtig gesagt? Jedenfalls werden sie dann im Körper zu Zucker. Aber anders als bei weißen Mehlen, da kriegt ihr halt schneller wieder Hunger. Nur bei Vollkornmehlen hat man dann einfach langsamer wieder Hunger. Was am Ende... Okay, bei weißen Mehlen isst man dann vielleicht mehr, aber ja... Es gibt auch ganz viele Nutritions und weiß ich nicht was, die in jedem Video irgendwie Nudeln kochen und so eine riesen Nudelportion auf ihre Teller tun und so weiter. Also es ist, glaube ich, auch körperabhängig. Aber mein Körper nimmt definitiv besser ab, wenn er keinen Reis, keine Nudeln, kein weißes Brot und keinen Zucker zu sich nimmt. Und dies mit diesem Zucker, ich komme immer wieder so in so einen Rückfall. Also als ich jetzt bei meiner Mama war, habe ich auch Berliner mit Nougat-Füllung gegessen und so, ne? Ich würde niemals ein Lebensmittel verteufeln und ich würde auch niemals den Spaß an Lebensmitteln verlieren, aber in dieser Zeit, in der ich das gemacht habe, wovon ich gerade erzählt habe, also auf das verzichtet, ging es mir wirklich nach 2 Wochen so viel besser. Ich habe keine Erschöpfung gehabt mit einem kleinen Kind, mit dem ich die ganze Zeit irgendwas gemacht habe. Also ich habe früher mit Nile alles gemacht, den ganzen Tag verbracht und nur wenn er geschlafen hat, habe ich gearbeitet. Sei es nachts oder tags, es war egal. Ich habe einfach dann erst nur gearbeitet, geputzt oder wie auch immer. Oder mit ihm halt zusammen geputzt manchmal auch, muss man auch dazu sagen. Aber
Ich habe nachts sehr wenig geschlafen, musste immer wieder aufwachen, einschlafen. Und mir fiel das voll schwer, wieder einzuschlafen. Also er wachte auch in kurzen Zeitabständen auf, sodass ich dann gar keine Chance mehr hatte, für mich wieder einzuschlafen, weil ich manchmal eine halbe oder dreiviertel Stunde brauchte, um nur einzuschlafen. Und wirklich, wenn ihr den Zucker weglässt, wenn ihr wirklich nur anfängt mit Zucker, also mit Süßkram und Süßgetränke sind schon mal sowieso ein No-Go. Ich weiß nicht, wenn ich meine Fanta oder eine Apfelsaftschorle oder sowas getrunken habe. Das ist super, super lange her. Einfach weil ich mir vorstelle, wie viel Würfel Zucker in so einem Glas drin sind, dann ist das voll krass. Was ich tatsächlich noch sehr, sehr gerne mache, ist Zero Alternativen. Aber das halt so, habe ich beschränkt auf Restaurants. Das sind so die Basics. Natürlich ist auch Bewegung sehr, 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 sehr wichtig. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt seit Jahren unten Peloton. Das verstaubt einfach die ganze Zeit. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich wieder drauf gehe, aber das muss man halt auch erstmal umsetzen. Sport, also die Ernährung kam für mich immer als erstes und dann, ich renne ja sowieso den ganzen Tag mit einem Kind. War das für mich immer die Prio, dass ich wenigstens mich gesund ernähre, weil ich teilweise auch nur noch die Reste von Nahe gegessen habe. Ist ganz, ganz wichtig, weil mir zwei gleichzeitig geschrieben haben. Patricia und Be a Cookie haben mir geschrieben, wo siehst du dich in 5 Jahren beruflich und privat? Kommt beruflich, ich weiß nicht warum, ich glaube, das ist mein Jahr. Ich habe es ganz oft im Gefühl, ich habe auch gestern zu meiner Schwägerin gesagt, das ist mein Jahr, aber ich weiß noch nicht genau, warum oder was ich verändern werde, aber ich werde irgendwas machen und das wird es zu meinem Jahr machen. Ich habe das einfach so in mir, in meinem Gefühl und es gibt nichts, was das stoppen kann. Ich weiß nicht, warum. Aber wenn ihr so nach in 5 Jahren fragt, dann wünsche ich mir einfach, dass es genauso ist wie heute. Also ich glaube nicht, dass ich in 5 Jahren, also vielleicht, dass ich ein paar Träume mehr umgesetzt habe. Zum Beispiel, dass ich mehr mit Interior mache. Das ist ja immer eins meiner Top-Träume. Ich weiß aber noch nicht richtig was, aber irgendwas mit Interior. Ich habe, glaube ich, ein sehr detailverliebtes Händchen, was einfache Dinge machen können mit einem Zuhause in Bezug zu dem Menschen, der dort lebt. Das hoffe ich, dass das, so meins wird. Vielleicht noch ein Kind, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, die Frage wird mir auch öfter gestellt. Bist du noch ein Kind? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir sind irgendwie, also kennt ihr, man kommt, wird dann irgendwann so, okay, jetzt ist es gerade, er schläft gut, im Sommer kommt er in die Kita, wollen wir das jetzt wieder von vorne anfangen? Aber ein Leben ohne Geschwister, was ist das bitte für ein Leben? Also, macht gar keinen Sinn für mich. Wie oft siehst du deine Familie und wie schaffst du es, im Gleichgewicht zu halten? Ja, manchmal ist es gar nicht so richtig im Gleichgewicht. Vielleicht sieht es auch manchmal so aus. Aber ich frage ganz oft, wann die kommen und wann ich gehe. Jetzt war ich ja wieder ein paar Tage dort und es ist nie genug. Also wenn Jans Eltern in Deutschland sind, die leben ja mal hier und mal dort, dann sind wir fast jeden Tag dort oder die sind bei uns. Immer so gegen Nachmittag oder morgens, wenn ich spazieren gehe, laufe ich einfach direkt dort rüber. Und dann frage ich meine Schwiegermama, ob sie mir Frühstück macht. Sie macht das beste Rührei ever. Und meine Mama kommt dann auch, dann fahre ich wieder ein paar Tage hin und so, ne, also irgendwie gucke ich, dass wir es, aber es ist schon so, dass schon ein paar Wochen vergehen, bis wir uns sehen und das ist natürlich sehr, sehr traurig, weil meine Schwester hat ein gleichaltriges Kind, also Nile und meine Nichte sind eine Woche vom Alter her unterschiedlich, eine einzige Woche und ich war jetzt dort und die haben so schön miteinander gespielt, die haben Fangen gespielt, die haben Verstecken gespielt, miteinander. Und das war das erste Mal und er hat sie so gerufen, wenn er gerannt ist, so und sie ihn. Und dass wir das nicht jeden Tag haben können, wenn wir wollen, ist schon sehr, sehr nicht so nice, muss ich ehrlich sagen. Wie schaffst du es, dich immer herzurichten? Fasst jemand auf Nile oder schläft er? How? Also ich mache es meistens, wie jetzt gerade, während er schläft. Ich habe das große Glück, dass ich einen Mann habe, der auch von zu Hause arbeitet. Und, okay, sie war jetzt 2-3 Mal da dieses Jahr. Ich auch noch eine Babysitterin habe, die manchmal kommt, wenn wir beide gleichzeitig Termine haben. 1 bis 2 Stunden, also 1 bis 2 Stunden maximal. Und wie gesagt, sie war jetzt in diesem Jahr 3-mal da. Ich weiß sie sehr, sehr zu schätzen. Sie fängt leider im März sie ist Studentin und fängt an, ein Praktikum zu machen und kann dann einfach nicht mehr kommen. Das bricht mir natürlich mein Herz, weil ich sie sehr lieben gelernt habe. Nein, liebt sie. Also wenn ich sage, Sarah kommt, flippt der aus. Der fragt auch abends, wenn er schlafen geht, nach Sarah. Was für mich ganz, ganz wichtig war. Aber
Wir waren sehr, sehr lange auf der Suche nach jemandem, der uns hilft, weil wir halt beide Vollzeit arbeiten, schon die ganze Zeit, also nie irgendwie. Ich hatte ja nie irgendwie eine Elternzeit oder sowas, ne? Aber ja, wenn er schläft und wenn er nicht geschlafen hat, also früher hat er ja auch 5-mal am Tag geschlafen, ne? Dann habe ich ihn auch in die Trage genommen oder auf meinen Schoß genommen und dann habe ich ihm was in die Hand gegeben. Diese ganz kleinen kann man ja noch sehr leicht mit sehr, sehr banalen Dingen beschäftigen. Keine Ahnung, mit irgendeinem Puschel oder was weiß ich, ne? Der beschäftigte sich, guckte das 100 Stunden an. Und in der Zeit habe ich mich fertig gemacht. Ich habe auch gelernt, in der Zeit mich wirklich in der Viertelstunde full face, also das in der Viertelstunde zu schaffen. Und wenn, dann habe ich wenigstens Corrector, Concealer, Augenbrauen, Wimpern, irgendwas gemacht, was jeden Tag vielleicht auch was anderes, mal Lippenpflege. Alleine das Eincremen, Haare kämmen, anziehen, hat mir schon sehr, sehr viel gegeben. Und wenn er dann mittags zum Beispiel geschlafen hat und ich gedacht habe, ey, ich wollte jetzt nochmal was in die Kamera sagen oder ich wollte nachher nochmal irgendwo hingehen, ich will mich einfach ein bisschen besser fühlen, dann habe ich das dann da gemacht. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man ungeschminkte Tage hat und Tage hat, in denen man sich einfach nicht danach fühlt, irgendwas drauf zu machen oder möchte man einfach nicht. Tage, an denen man es einfach nicht kann, weil man erschöpft ist und dass es Tage gibt, in denen man sich aufrappelt, um das zu tun. Weil wenn man im Prozess ist, dann mag man das auch gerne. Manchmal wünsche ich mir, dass ich mich schminken könnte und schlafen gehen könnte, so weißt du, so aufwachen und dann bin ich ready. Aber vielleicht hast du auch irgendwen als Unterstützung, der mal eben vorbeikommen kann, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, damit du dich kurz fertig machen kannst. Und wenn es nicht so ist, dann vielleicht mit dem Kind irgendwie wirklich zusammen machen. Also ich habe auch wirklich viel, viel, viel auf meinem Schoß gehabt. Er hat ganz viel umgeschmissen, ganz viel kaputt gemacht, ganz viel Unordnung gemacht, ganz viel Chaos. Also während ich mich hier anziehe, nimmt das ganze Zimmer auseinander. Aber mir ist es wichtiger, angezogen zu sein. Dann kann ich am Abend, wenn er schläft, dieses Zimmer aufräumen. Sind neue Produkte geplant bei deiner Make-up-Brand? Ja, wir sind gerade mitten in der Planung. Wir bestimmen gerade die Stückzahlen von den Produkten, die wir machen wollen. Benchmarks werden mir zugeschickt. Ich habe mich für wirklich geniale Produkte entschieden. Also wirklich richtig, richtig coole Sachen. Und ich hoffe, dass ihr die lieben werdet. Sie wird ein bisschen anders sein als alle Jahre davor, weil wir den Hersteller auch gewechselt haben, der wirklich geniale Ideen hatte und auch sehr viel auf weltweiten Messen unterwegs ist, um die neuesten Beauty-Trends herauszufinden. Und das hat sich wirklich sehr, sehr gut so ergeben, dass wir jetzt in der Planung sind. Ich hoffe natürlich, dass das alles weitergeht, weil wir haben ja jetzt natürlich nicht mehr die gleichen Ansprechpartner und Co. Also wir müssen uns da so ein bisschen neu einspielen. Kommen wir in den Einzelhandel? In welchen Einzelhandel kommen wir? Kommen wir in die Drogerie oder in die Parfümerie oder kommen wir nur online in meinen Shop, was ich aber definitiv, also ich wüsste gar nicht, wie ich das verschicken soll. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr was rausbringen und es wird euch, so wie ich euch kenne, sehr gefallen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Also die Idee. Wir sind an den Produkten. Wir sind ja noch im Februar. Wir launchen immer so im Herbst, so Ende Herbst. Manchmal Ende Sommer, manchmal Ende Herbst, so um den Dreh. Was würdest du machen, wenn es Instagram und all das in der Form nicht mehr geben würde? Also ich würde das genau so machen mit dem Interior. Ich würde mir irgendwas überlegen. Also ich bin gar nicht so der Architekt, ne, zu bauen und keine Ahnung was, sondern ein bestehendes Objekt zu füllen. Zeigst du irgendwann John und Nile? No. John ist absolut anti. Ich wünschte, ich könnte ihm zeigen. Ich weiß auch manchmal denke ich mir so, boah, was machst du für ein Ding draus? Und andere Mal denke ich mir so, Gott sei Dank ist das so, wie es ist. Aber Nile würde ich nicht machen. Also bis er nicht selber so weit im Kopf ist, auch nur, ne, das zu bestimmen. Also jetzt nicht mit 5, ich will jetzt TikToker werden. Aber bis er nicht, keine Ahnung, Leute, ich bin vielleicht altmodisch, aber keine Ahnung, 16, 18. Bis er selber den freien Willen hat, das zu machen. Als ich das letzte offizielle Video von dir gesehen habe, musste ich weinen. Ich auch. Leute, ich glaube, das war wirklich sehr emotional für mich. Du und dein Mann seid ihr immer der gleichen Meinung? Wenn nein, wie löst ihr das? Also ich weiß nicht, in welchem Bezug, aber wenn es zum Beispiel um Kinder geht oder so, dann versuchen wir es immer mit Argumenten. Ich glaube, man merkt schon heraus oder man hört schon heraus, wenn man weiß, dem einen Teil ist etwas viel wichtiger, als dass es dir ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man abwägt. Zum Beispiel, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich als Beispiel nehmen soll, aber es gibt Dinge, bei denen John weiß, okay, die sind Tara unheimlich wichtig und deswegen werde ich meine Meinung hinten anstellen. Und andersrum genauso. Es gibt aber auch Dinge, bei denen wir beide also verschiedenen Meinungen sind und dann, ja, ist das halt einfach so. Also manchmal kann man das auch nicht lösen oder so, da muss man einfach damit leben. Aber in den meisten Fällen sind wir uns schon einig. Also wir versuchen es auch immer zu argumentieren, verargumentieren und zu gucken,
ist das wirklich richtig oder ist das jetzt gerade einfach nur Trotz? Weil ich bin ja ganz oft auch so, dass ich sage, nee, 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 nee. Und danach denke ich mir so, ey, der hat eigentlich recht, Alter, was laberst du? Aber ja, also wir versuchen es schon mit Argumenten zu lösen und ich würde immer gucken, wem ist gerade wirklich, also allen Ernstes, richtig ernst, das ist gerade wichtiger. Wenn eure Beziehung keinen Sinn mehr machen würde, würdet ihr für Niall zusammenbleiben? Also, keinen Sinn meinst du mit absolut keinen Sinn, weil es gibt ja immer diese Phasen, bei denen man denkt so, ich kann einfach nicht mehr. das meinst du, glaube ich, nicht. Ich glaube, du meinst also wirklich einfach keinen, also nein. Nein, ich glaube nicht, weil ich kann leider nicht so viel Privatsphäre jetzt rausrücken, aber ich habe viele, viele Elternteile gesehen, die nie zusammenbleiben wollten und der Kinder wegen zusammengeblieben sind und die Kinder haben wirklich darunter gelitten. Nichts, aber auch rein gar nichts auf dieser Welt legitimiert diese Aussage, weil die Kinder wollen nicht, dass ihr unglücklich seid. Kinder wollen immer glückliche Eltern und wenn das eine Trennung heißt, dann ist das manchmal auch so. Also wie oft habe ich Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, ich wünschte, meine Eltern hätten sich mal getrennt, dann hätten wir jetzt alle, ein viel glücklicheres Leben. Freust du dich auf Niles Eingewöhnung? So, Leute. Wer freut sich, Hände hoch, wer freut sich auf August Eingewöhnung? Leute, ich freue mich so sehr darauf. Nicht, dass ich ihn loswerden will, aber wir haben... Nee, meine Uhr ist da falsch. 2:15 und ich habe das Gefühl, ich habe nichts auf die Reihe bekommen. Ich war bis um 10:30 oder so mit Niall draußen und dann hinlegen, bla. Also alles dauert übelst viel Zeit. Und wenn ich diesen Vormittag, nur einen Vormittag, hätte, da um zu arbeiten, weil ich arbeite hier, dann wäre das schon wirklich nice. Und deswegen, ich freue mich sehr, sehr auf den 1. August. Ich glaube, es wird mein Herz brechen, wenn ich jetzt ihn anschaue und mir denke, du wirst in andere Hände gegeben, die dich einen halben Tag lang erziehen, mit dir spielen, deine Fortschritte vor mir sehen und so, dann bricht es schon mein Herz, dann kann ich kaum atmen. Ich bin wirklich voll into it in diesem Thema. Ich weiß, welchen Kindergarten wir wollen, ich kämpfe um den Platz, ich treffe die Erzieher, auch privat und so weiter und so fort. Einfach nur, damit ich der 100%igen Überzeugung bin, dort ist alles richtig, weil ich habe... Wenn ich mir vorstelle, irgendjemand schreibt mein Kind an oder so. Letztens habe ich mich mit meiner Freundin getroffen. Schreibt mal eure Horror-Kindergarten-Stories bitte in die Kommentare. Letztens habe ich eine Freundin getroffen und sie meinte, sie kommt in die Kita und die Erzieherin bückt sich über ein sehr, sehr kleines Kind, also nicht über ihr, sondern sie meinte so, keine Ahnung, 2 Jahre alt oder so, 1,5, keine Ahnung, und schreit aus vollem Hals dieses Kind an. Wenn ich mir vorstelle, eine fremde Person schreit mein Kind an, ich weiß nicht, welches Recht diese Frau sich da rausgenommen hat. Aber ich habe einfach Bauchschmerzen. Also ich freue mich auf die Eingewöhnung. Die Eingewöhnung wird natürlich auch ein paar Wochen dauern, aber auf die Zeit und dann, oh mein Gott, schläft er im Kindergarten und so. Das ist schon komisch, aber ich freue mich auch auf die Zeit für mich, für meine Arbeit, auch für mich, ne? Dass ich mal vormittags in die Stadt gehe, dass ich vielleicht mal meine Nägel nicht mehr selbst mache oder so, ne? Dass ich mich mal mit Freundinnen zum Frühstück treffe, dass ich den Haushalt in Ruhe mache. Aktuell mache ich ihn ja mit Niall und während ich eine Sache mit ihm mache, manchmal hat er dann keine Lust, macht er schon wieder die nächste unordentlich. Also es ist da halt so wie bei allen auch, ne? Verdienst du mit YouTube gar kein Geld mehr? Also gar kein Geld mehr stimmt nicht, aber sehr wenig. Woher kaufst du deinen Schmuck, speziell Ohrringe? Also ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Bijou Brigitte Fan. Ich habe lange, lange nichts von dieser Marke gekauft, einfach weil ich gar keine Verbindung dazu hatte. Ich hatte gar kein Gefühl dafür oder... Ich weiß noch, als Kind war ich in dem Bijou Brigitte und mir ist eine Verkäuferin immer hinterhergelaufen und ich glaube, sie dachte, dass ich klauen will oder so, ne? Ich glaube, die hatten da ganz viel generell als Issue das Thema und das ging gar nicht persönlich um mich. Aber ich nahm das schon ziemlich als Angriff, ehrlich gesagt, meiner Person gegenüber. Und es war immer so full, ne? Und hinter den Produkten war ja auch immer noch ein Spiegel. Erinnert ihr euch noch ganz früher? Da war immer noch so ein Spiegel. Das heißt, es war immer alles doppelt und alles war so viel. Und ich hatte überhaupt gar keinen Überblick. Und irgendwann bin ich da nicht mehr reingegangen. Und irgendwann schrieb mich Bijou an. Und dann war ich erstmal so, soll ich das machen? Und dann dachte ich mir so, ey, ich gehe einfach mal in einen Store. Weil wir haben hier im Hürthpark einen Store. Und die hatten so
schöne Sachen. Diese ganzen Stilsachen, diese ganzen vergoldeten Sachen, die Steering Silber, die auch der Modeschmuck an sich, der hält so gut, Leute. Ich habe mir was gekauft, bin damit letztes Jahr im Sommer in den Urlaub gefahren. Es ist nichts damit passiert. Im Chlor nicht, im Pool nicht, im Sand nicht, nichts ist damit passiert. Beim Duschen nicht, weil ich bin auch einfach so, dass ich manchmal die Ohrringe reintue und dann damit einfach lebe. Und ich muss wirklich sagen, ich habe irgendwann aufgehört, für Modeschmuck, für vergoldeten Schmuck oder so, so viel Geld zu bezahlen. Also wenn ich 80 Euro für was Vergoldetes bezahle, dann gehe ich zu Bijou Brigitte, hol mir die Stilsachen oder die vergoldeten Sachen, finde ich mal einen Bruchteil des Preises. Und ich liebe Schmuck, variiere gerne mit Schmuck und habe da so eine riesen Auswahl. Ich finde es schwierig, online zu shoppen, aber wenn man dort auch einfach eingibt, zum Beispiel Perlen, dann findet man die ganzen Vorschläge. Ich glaube, in meinem Warenkorb ist auch noch gerade was drin. Es gibt so eine riesen chunky Perlenkette. Ich würde die so gerne mitnehmen in den Urlaub. Unser Store hat die leider nicht. Wir fliegen schon am Montag. Mal gucken, ob ich die irgendwie noch auftreiben kann. Aber ich habe auch noch einen Gutschein. Ich habe auch noch einen Gutschein, Leute. Ich glaube, ich fahre da mal die Woche nochmal hin und hole mir für den Urlaub noch ein paar Sachen, weil ich finde die Auswahl einfach mega. Also ich würde immer wieder zu Bijou Brigitte gehen und das auch jedem von euch empfehlen. Kannst du Türkisch sprechen? Evet. Welche Sprache lernt der kleine Mann? Also ich kann auf jeden Fall ein bisschen Türkisch sprechen. Ich würde sagen, mehr als ein Anfänger, so mittel. Ich verstehe schon so 70-80%. Und ja, dementsprechend, meine Aussprache ist halt nicht so nice. Ist halt so ein bisschen, ja. Aber die finden es immer sehr, sehr süß. Die Türken freuen sich sehr, wenn jemand anderes deren Sprache spricht. Vor allem Ausländer, so für die, ne? Die sind dann immer so, mein Gott, sie spricht unsere Sprache und sie lernt es oder so, ne? Die freuen sich, die sind so dankbar. Anders als, also ich liebe Deutschland, ist jetzt auch kein Gemecker, aber anders als bei Deutschen, wenn du da gebrochenes Deutsch sprichst, dann findet das keiner süß oder so, ne? Dann sind die so, integrier dich mal, hast du einen Deutschkurs besucht? Das konnte ich auf jeden Fall in meiner Laufbahn, wenn ich mit meinen Tanten, Mamas und so weiter unterwegs war, dann konnte ich das wirklich feststellen. Während die Türken sich einen Ast abfreut, wenn man mal ein paar Worte spricht. Deswegen, wenn ich in der Türkei bin oder so, ne, dann bestelle ich so meine Sachen selber oder so und freuen sich so sehr. Also dann ist man so richtig motiviert. Der Kleine spricht Arabisch und also ich rede Arabisch mit ihm, einfach weil mein Kurdisch leider nicht so gut ist. Also alle meine Lieder, die ich ihm vorsinge, sind kurdische Lieder, die meine Mama mir früher vorgesungen hat oder meine Oma. Gott hab sie selig, wirklich. Wäre sie noch da, könnte sie ihm das schönste Kurdisch beibringen. Ich habe nur leider keine Verwandten in meiner Nähe, die ihm halt direkt jeden Tag Kurdisch beibringen können. Sonst würde ich das so, so gerne machen. Manchmal, also auch diese süßen Flüche oder Flüche? Wenn ich fluche? Aber so süß, ne? Wenn ich so, Gott, du bist so ein süßes Menschlein. Dann ist das alles auf Kurdisch. Mein eigenes Kurdisch ist leider, also ich könnte jetzt nicht sagen, da hinten ist eine Höhle. Oder lass uns eine Höhle bauen oder so. Ne? Also ich habe mir ganz oft im Vorfeld auch Gedanken gemacht, auch auf Arabisch fällt mir das voll oft schwer. Und dann frage ich ganz schnell meine Eltern. Aber auf Arabisch kann ich sehr, sehr viel besser halt als Kurdisch. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er das könnte. Und bin sehr, sehr traurig, dass es dann in seiner Generation, also dass er das dann nicht mehr lernen wird. Deutsch mit Maya, Sarah und Co. Der weiß auch ganz genau, dass er zu Maya zum Beispiel Buch sagt und zu mir Kitab. Ne? Und was er zu Jan sagt, was er zum Beispiel, wenn ich bei Jans Eltern bin, sagt er zu mir Anne. Und wenn wir zu Hause sind oder bei meinen Eltern, sagt er Mama. Also der Kleine ist ein Fuchs. Kinder sind wie ein Schwamm. Die saugen alles auf. Und die können ja bis zu 5 Sprachen ohne Probleme lernen. 4, 5 Sprachen. Ich bin ja auch 4-sprachig groß geworden. Deswegen, ich hätte es mir sehr gewünscht, aber leider habe ich den Luxus nicht. Aber vielleicht fällt mir da irgendwann mal was ein oder ihr könnt mir einen Tipp dazu geben. Er singt auch die kurdischen Lieder alle mit. Das finde ich sehr, sehr süß. Meine Tochter und Naya sind gleichaltrig, darf er was im TV schauen. Also, Sendung mit der Maus schaut er zum Beispiel, wenn wir jetzt gestern im Zug saßen und der hatte jetzt übelst Verspätung. Ich konnte nicht rumlaufen, es war super voll. Haben wir gemalt, wir haben geknetet, wir haben gebastelt, aber irgendwann ist auch vorbei, ne? Dann durfte er auch Sendung mit der Maus gucken. Ich würde ihm jetzt zu Hause keinen Fernseher anmachen. Dann gehe ich mit dem raus oder in irgendwelche Spielgruppen oder gehe zu jemandem nach Hause oder gehe in ein Eltern-Kind-Café oder. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, ihm zu Hause was anzumachen. Auch nicht zum Putzen oder zum Kochen. Ich bin da ganz strikt in dieser Meinung, dass ich glaube, dass das nicht nötig ist. Ich glaube, dass man sein
dass man mit seinem Kind kochen kann, auch wenn es 100 Jahre dauert. Oder dass man kochen kann, während es schläft. Oder wenn man nicht kochen kann, dass man was von draußen holt. Aber ich glaube nicht, dass man sagt, ich setze jetzt mein Kind vor dem Fernsehen, damit ich den Haushalt und die Wäsche mache und so. Denke ich einfach nicht. Ich habe sehr viele Freunde, die das machen. Ich würde einen Teufel tun, die zu beurteilen, das zu verurteilen. Ich respektiere deren Meinung, genauso respektieren sie meine Meinung. Also zu Hause schaut da nichts. Wenn wir im Flieger sitzen oder im Zug, im Auto, wenn es gar nicht anders geht, dann mache ich Bobo der Siebenschläfer oder die Sendung mit der Maus an. Aber es ist bei uns kein tägliches Ding oder so. Welche ist deine Lieblingstasche? Ich hole sie. Tada! The Caddy in Etop mit goldenen Beschlägen und einem Helen Stitching, also die Helen Art hier. Ich habe jetzt gerade, John hatte mir aus Amerika dieses Tuch hier mitgebracht. Und muss ich wieder schön machen. Aber das ist so ein Twilly von MS auch. Sehr, sehr schönes Twilly. Und ich liebe diese Tasche. Also ich finde die Größe sehr toll zum Ausgehen. Das ist natürlich jetzt keine Tasche, mit der ich jetzt mit Nile rausgehe. Aber wenn ich ausgehe, ich trage nur noch die. Also ich liebe die sehr. Und ich hatte die jetzt mit in Abu Dhabi und diese kleine Delle hier vom Flughafen. Möchtet ihr umziehen? Das ist, glaube ich, die letzte Frage, die ich noch beantworten würde. Woher bist du aus dem Irak? Bagdad? Und meine Mama aus Duhok. Wir haben viele Jahre auch in Duhok gelebt. Und wenn wir nach Irak gegangen sind, dann auch immer nach Duhok, also in den kurdischen Teil. Aber möchtest du umziehen? Ja, ich würde gerne noch einmal umziehen, weil ich die Gegend nicht mag. Nicht, weil ich das Haus nicht mag, sondern weil ich die Gegend nicht mag. Ich werde heute Abend definitiv das Video schneiden, also jetzt werde ich es nicht mehr schaffen. Aber ich werde heute Abend das Video schneiden und dann wird es heute Abend eben ganz spät online gehen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder? Und ja, ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, wie gesagt, kann ich das nächste Mal ein Style & Talk für euch abdrehen. Einer hat auch geschrieben, wie fühlst du dich mit der neuen Situation? Ich freue mich sehr. Also ich wollte ja im Mitte Februar wollte ich auf jeden Fall starten, so dass wir wirklich immer regelmäßig jede Woche ein Video haben. Vielleicht mache ich auch mal ein Special, mache zwei draus, wenn es klappt. Aber so rauf wollte ich mich fokussieren und auf Instagram wollte ich halt so mein Daily-Dings so ein bisschen mehr zeigen. Und das klappt bis jetzt eigentlich ganz gut. Also bei Instagram muss ich ein bisschen noch mehr reinkommen bei den Stories, dass ich mich auch wirklich an Guten Morgen und Gute Nacht so halte, dass es irgendwie so eine Struktur hat. Aber mit YouTube bin ich wirklich zufrieden, weil ich nicht mehr diesen Druck habe, ich muss jetzt vloggen. Und vielleicht, wie gesagt, wenn er eingewöhnt ist, vielleicht ist es sogar so, dass ich Vlogmas mache. Wisst ihr, weil man weiß ja nie, wie es sich ändern wird, aber ich habe jetzt nicht mehr dieses, oh, du musst. Ja, übrigens, meine Mama hat mir ihre Longchamps geliehen. Und weil ich wollte mir erstmal welche kaufen. Sie meinte, nimm die erstmal mit. Und es sind zwei verschiedene Größen. Und sie meinte, die rutschen bei ihr immer von der Schulter. Ich verstehe, was sie meint. Ich glaube, es kommt aufs Material an. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Dubai-Tasche, weil wenn ich nackt bin an den Schultern, könnte das sein, dass die kleben. Die sind ja jetzt gerade wieder voll im Trend. Dieses Blau ist auch richtig schön mit dem Braun. Das ist so ein Rotbraun, auch sehr, sehr schön. Da passt auf jeden Fall viel rein. Rutscht das? Geht eigentlich. Also klar, jede Tasche rutscht, wenn ich jetzt so mache. War schön mit euch zu quatschen. I love you so much. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.